Mein Name ist Anna Großkopf und ich bin Kuratorin im Brühan-Museum. Das heißt, ich kümmere mich um unsere Sonderausstellung, sowohl aus der Sammlung heraus entwickelt, als auch um die Ausstellung, die wir mit vielen Leihgebern realisieren. Brühan Total ist entstanden als Jubiläumsausstellung. Wir feiern ja den 100. Geburtstag unseres Gründers, Karl H. Brühan. Der wäre dieses Jahr 100 Jahre alt geworden. Und zu diesem Anlass haben wir natürlich schon lange überlegt, was machen wir, und dachten erst, wir machen eine spektakuläre Sonderausstellung mit ganz vielen internationalen Leihgaben. Dazu ist es dann nicht gekommen. Das hatte auch mit Corona zu tun, dass solche Dinge natürlich schwer planbar sind gerade. Und es hat sich wunderbar gegeben, eigentlich diese Ausstellung ganz aus der Sammlung heraus zu entwickeln. Das heißt, wir erzählen Karl H. Brühan über seine Objekte, über seine Sammlung und fokussieren wirklich das, was er uns hinterlassen hat. Wir haben einen Rhythmus entwickelt aus verschiedenen Raumgattungen. Also es gibt Themenräume, kuratierte, die wichtige Sammlungsthemen aufgreifen. Also zum Beispiel ein Raum zum Verhältnis von Natur und Geometrie. Dann geht es um Ornament und Minimalismus, um die schöne Linie, also um so Hauptgestaltungshaltung der Moderne, also des Zeitraums, den wir mit unserer Sammlung bespielen. Es gibt verdichtende Schaudepotbereiche, also Bereiche, in denen wir sehr viele Objekte zeigen, durchaus auch in einer ungewöhnlicheren Präsentation, ein bisschen wie ein Blick ins Depot und natürlich der Versuch, möglichst viel von der Sammlung jetzt zu präsentieren. Und dann gibt es noch sogenannte Period Rooms, und zwar versuchen wir an einigen Stellen unsere Stücke in räumliche Ensembles zu bringen. Zum Teil sind das Zimmer, die auch wirklich zusammengehören als Ensemble, zum anderen haben wir die Ensembles geschaffen aus bestehenden Mobiliaren und Objekten, die sehr gut zusammenpassen und aus einer Zeit stammen. Und damit greifen wir auf, was auch Herr Brühan immer gerne gemacht hat, nämlich dieses Präsentieren verschiedener Kunstgattungen gleichwertig und eben in räumlichen Zusammenstellungen. Dass wir hier eine Privatsammlung haben, ist natürlich eine Besonderheit. Privatsammlungen sind immer ein bisschen anders als diese klassischen Museumssammlungen, weil sie einfach die Persönlichkeit des Sammlers reflektieren und auch die Vorlieben des Sammlers bis zu einem gewissen Grade. Karl H. Brühan war Unternehmer von Haus aus, er war Hamburger. Er hat auch bis ungefähr Anfang 40 vor allem als Geschäftsmann gewirkt und hat dann so eine biografische Zäsur vollzogen und hat sein Unternehmen verkauft. Er ist von Hamburg nach Berlin gezogen, 1965. Das war eigentlich ein ungewöhnlicher Schritt damals, also in die geteilte Stadt Berlin, die ja noch weit davon entfernt war, irgendwie kulturelles Zentrum zu sein. Und hat dort sich vor allem mit Kunst und Kultur beschäftigt. Dieses Interesse gab es vorher schon. Er sagt, er hat das Sammlergehen, also er war immer schon irgendwie Sammler, aber er hat das dann professionalisiert. Er hat zunächst für den eigenen Bedarf gekauft, also Dinge, die ihm gefallen haben, die er bei sich zu Hause aufgestellt hat. Und als diese Leidenschaft dann aus dem Ruder gelaufen ist, sozusagen, hat er
dann darüber nachgedacht, das der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und dazu kam es dann auch. 1973 hat er das erste Brühlhahn-Museum gegründet, zunächst ein Privatmuseum in einer Villa in Berlin-Dahlem, die er dafür gekauft hat und hergerichtet hat als Museum. Und da war die Sammlung dann 10 Jahre zu sehen. Und 1983 erfolgte dann der Umzug in diese Räume, in die Charlottenburger Schlossstraße. Die Sammlung hatte er da dem Land Berlin geschenkt, aus Anlass seines 60. Geburtstags. Und genau, diese Räume sind dann im Grunde, das war die Bedingung, an die das geknüpft ist, also ein eigenes, dauerhaftes Museum zu haben in der Stadt. Es gibt sehr viele Themen, die um 1900 schon mal hochaktuell waren und die uns heute wieder beschäftigen. Es gibt zum Beispiel um 1900 schon eine sehr lebhafte, auch laute Ökologiebewegung, auch schon im 19. Jahrhundert, also im Zuge der Industrialisierung, machte man sich auch schon Gedanken über das Verhältnis von Mensch und Natur, über Ressourcen, auch die Endlichkeit von Ressourcen, also das war hochaktuell. Auch Geschlechterverhältnisse haben eine große Rolle gespielt, genau in diesem Zeitraum, also so im ausgehenden 19. Jahrhundert, da sind wir so im Beginn der Emanzipationsbewegung der Frau und dann über die 20er Jahre, wo sich ja alles nochmal gesellschaftlich ganz stark verändert, bis zum Zweiten Weltkrieg. Also es war eine sehr umbruchsreiche Zeit, eine Zeit wirklich tiefgreifenden strukturellen Wandels und es scheint so, dass wir uns auch jetzt wieder in so einer Zeit befinden. Ja, dieses Verhältnis Kunst und Design ist natürlich Kernthema auch unserer Sammlung. Das ist auch ein Thema, was in der Zeit, die wir sammeln, heiß diskutiert wurde. Der Jugendstil erhebt ja erstmal den Anspruch einer Gleichwertigkeit von Kunst und Design. Also die Zeit um 1900 bringt ja auch so eine große Aufwertung des Angewandten mit sich. Das ist eigentlich ganz interessant, weil, glaube ich, das auch etwas ist, was jetzt wieder in der Luft liegt. Man möchte eigentlich Objekte schaffen, die einen Status als Kunstwerk haben. Sehr viele ausgebildete Maler wenden sich dann der angewandten Kunst zu und es gibt auch so ein bisschen so eine Verwischung der Gattungsgrenzen, eigentlich ein sehr moderner Gedanke. Es gibt aber auch immer ein schwieriges Verhältnis zur industriellen Produktion und das kulminiert 1914 im Werkbundstreit zwischen Hermann Muthesius und Henry van de Velde, die unterschiedliche Positionen einnehmen. Zum einen gibt es die Forderung nach einer Typisierung von allem Angewandten, also allen Produkten. Das ist die Position, die Muthesius vertritt und Henry van de Velde argumentiert dagegen und möchte die Individualität des künstlerischen Entwurfs erhalten. Also Kunst und Design sind Begriffe, die sich natürlich ergänzen, die Sammlung, denke ich, auch eng führt auf eine ganz interessante Weise. Wie Gestaltung damit reinspielt, das ist jetzt wirklich schwierig zu beantworten. Das ist auch so ein bisschen so ein deutsches Thema. Also in Deutschland hat man immer gerne von Gestaltung gesprochen. Im englischen Sprachraum ist Design ja auch ein Begriff, der schon fürs 19. Jahrhundert verwendet wurde und üblich war. Und so verwenden wir es hier eigentlich auch. Also das, was wir in angewandter Kunst haben, ist für uns unsere Designsammlung. Thank you.
gab im Nationalsozialismus in der angewandten Kunst keine so präzise Trennung, auch keine so klare Zäsur, wie das in der bildenden Kunst der Fall war, wo man eine ganze Reihe und ganze Stilrichtungen, ganze geschlossene Strömungen als entartet gelabelt hat. Das gab es so in der angewandten Kunst nicht. Es wurde sehr vieles auch weiter produziert und im Grunde dann nur umgelabelt von sachlicher Gestaltung, was in den 20er Jahren war, dann in die gute deutsche Form. Da gibt es zahlreiche Beispiele, gerade so in der Porzellanindustrie, dass auch Entwürfe von jüdischen Künstlerinnen wie beispielsweise Margret Friedländer-Wildenhain weiter produziert wurden einfach und der Entwerferinnenname einfach nicht mehr genannt wurde. Also es gibt da auch große Kontinuitäten der sachlichen Gestaltung in die 30er Jahre hinein. Es fällt insgesamt auf, dass so ganz, ganz, ganz besonders fortschrittliche Entwürfe oder auch exzentrische Entwürfe, so dieser expressionistischere deutsche Art Deco, dass so etwas verschwindet ab 1933. Aber es gibt viele gerade sachliche Gestaltungen auch noch im Nationalsozialismus. Wir betreiben aktive Provenienzforschung seit einigen Jahren im Museum und im Grunde betrifft diese Provenienzproblematik die gesamte Sammlung, denn fast alles, was wir haben, ist vor 1933 entstanden und nach 1933 angekauft. Also müssen wir im Grunde alles untersuchen. Wir beginnen damit in der Gemäldesammlung und erforschen da die Herkünfte der Gemälde. Wir haben nicht sehr viel Ankaufsakten, denn tatsächlich war das nicht großes Thema in den 60er Jahren für einen privaten Sammler. Also wir wissen häufig nicht so sehr genau Bescheid über die Provenienzketten dieser Werke, die wir haben. Das wurde damals nicht unbedingt erfasst, anders als heute. Und versuchen das jetzt zu erschließen, eben über die Akten, über Rückseiten vor allem, auf denen sich ja häufig Provenienzgeschichten niedergeschlagen haben. Und unsere Provenienzforscherin, denke ich, wird noch lange Zeit beschäftigt sein, um dieses Thema zu bearbeiten. Frage nach dem Lieblingsstück ist immer ganz schwer zu beantworten. Ist es eigentlich, entdeckt man bei jeder Ausstellung neue Lieblingsstücke. Es ist immer auch, jeder Gang ins Depot bringt neue Lieblingsstücke hervor. Ein Stück, das ich jetzt so ein bisschen neu entdeckt habe und das wir jetzt auch zeigen können, soweit ich weiß, seit vielen Jahren zum ersten Mal, ist eine Holzbüste von Tschana Orlov, eine ganz interessante russische Künstlerin, die nicht so sehr bekannt ist in deutschen Museen und die aber ein tolles expressionistisches Werk hinterlassen hat. Und das können wir jetzt hier auch mal zeigen. Thank you.
Idee des Katalogs war es, keinen klassischen Ausstellungskatalog zu machen, sondern ein Buch zur Sammlung. Wir dachten, 100 Jahre, 100 Objekte, das passt doch ganz gut und haben das Buch dann auch Brühan 100 genannt. Die Auswahl war natürlich unglaublich schwierig, aus dieser Vielzahl von tollen Stücken jetzt 100 auszuwählen. Wir haben auch so einen kleinen Trick angewandt und haben manchmal Objektpaare ja auch gebildet, sodass wir die 100 so ein bisschen überschreiten. Dann sind es aber immer Werke, die zusammenhängen oder sich gut ergänzen und die dann eben auf einer Doppelseite vorgestellt werden. Was haben wir gemacht? Wir haben versucht, die verschiedenen Sammlungsbereiche in ihrer Bedeutung darzustellen. Etwas aus den unterschiedlichen Epochen, natürlich aus der angewandten und aus der bildenden Kunst, jeweils die Hauptwerke. Und haben auch versucht, nicht nur die absoluten Highlights, die jetzt schon bekannter sind, zu publizieren, sondern gerade auch immer mal wieder was Überraschendes und etwas, was vielleicht noch nicht so bekannt ist, noch nicht so oft publiziert wurde. Ich glaube, es ist ein ausgewogenes Verhältnis geworden aus Bildern und Text. Also wir haben ja bewusst kurze Texte formuliert, die auch wirklich ganz dezidiert auf die Objekte eingehen und eben keine jetzt nicht in Essay-Form, keine Hintergrundinfos zu übergreifenden Sammlungsthemen liefern, sondern sehr klar Informationen zu den Objekten und ich glaube auch manchmal ganz amüsante Hintergrundgeschichten, und ich glaube, das insgesamt macht den Katalog sehr lesenswert.